Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Preise von Wohnimmobilien sind in Deutschland in den letzten 5 Jahren durchschnittlich um 32% angestiegen. In den 7 größten Ballungsräumen sogar um 66%. Nur zum Vergleich, die Reallöhne stiegen im gleichen Zeitraum um 7%. Die Reaktion der FDP, zugegebenermaßen etwas zugespitzt: wunderbar, der freie Markt funktioniert, aber die Grunderwerbssteuer von 3 bis 6,5% ist das zentrale Problem. Ganz offensichtlich, meine Damen und Herren, hier passt die Lösung nicht zum Problem. Menschen mit niedrigen Einkommen und ohne Ersparnisse werden durch steigende Wohnkosten am härtesten betroffen. Sie haben gar nicht erst die Chance, eine Wohnung zu kaufen. Diesen Menschen hilft ein Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer überhaupt nichts. Ich erspare mir jetzt die Polemik zu Herrn Lambsdorff. Rat an die alleinerziehende Mutter: wenn sie die Miete nicht bezahlen könne, solle sie eine Wohnung kaufen. Die Hälfte der Bevölkerung verfügt über gar kein oder nur wenig Vermögen. Wenn Sie es ernst meinen mit der Eigentümernation Deutschland, werden Sie eine Lösung finden müssen, wie diese Hälfte überhaupt Eigentum finanzieren soll. Falls Sie mal über höhere Löhne, Abschaffung des Niedriglohnsektors, einer Vermögenssteuer oder höhere Steuer auf hohe Einkommen reden wollen, wir sind gerne gesprächsbereit. Meine Damen und Herren, die hohen Preissteigerungen bei Immobilien gehen in großem Umfang auf institutionelle Investoren und Immobilienspekulanten zurück. Und diese sind dank des Steuerschlupflochs namens Share Deals, die Rede war hier schon davon, in der Lage, die Grunderwerbsteuer komplett zu umgehen. Sie können komplette Stadtviertel aufkaufen, solange Sie nur jemanden finden, der 5% der zum Verkauf angebotenen Wohnungen übernimmt und Ihnen möglichst nicht in die Quere kommt, entfällt die Steuerpflicht vollständig. Eine vollständig absurde Regelung. Wir müssen diese Share-Deals endlich unterbinden. Die Grunderwerbsteuer für nicht selbstgenutztes Wohneigentum wollen wir erhöhen. Das hilft sogar den jungen Familien, die ein Eigentum kaufen wollen, denn dadurch könnte die Preistreiberei durch die großen Immobilienunternehmen zumindest gebremst werden. Meine Damen und Herren, wenn Mieten und Immobilienpreise in kurzer Zeit dramatisch ansteigen und gleichzeitig Hunderttausende Wohnungen fehlen, dann hat der Wohnungsmarkt offensichtlich versagt. Steuerliche Maßnahmen allein helfen hier nicht weiter. Vielmehr brauchen wir einen kompletten Neustart beim sozialen Wohnungsbau. Einen kompletten Neustart, und zwar dadurch, dass öffentliche und private Unternehmen ohne Gewinnorientierung und steuerlich begünstigt Wohnraum zu bezahlbaren Preisen schaffen. Die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum muss wieder eine Aufgabe der öffentlichen Hand werden. Sie muss Teil der Daseinsvorsorge sein. Sozialwohnungen sollen auf Dauer als geförderter Wohnraum zur Verfügung stehen. Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung ist der Grundsatz, der gelten muss. Der Bestand muss beständig erweitert werden. Der öffentliche Grund und Boden ist dafür zu nutzen und darf nicht privatisiert werden. Das Beispiel der Stadt Wien zeigt, dass bei einer konsequenten Umsetzung die Verteuerung von Wohnraum und die Spekulation mit Grund und Boden zumindest in Schach gehalten werden können. Ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer hilft da leider nicht. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Lisa Paus.